Die Verschwörung im Regen. Na, dann wollen wir mal. So, was sagt denn mein Discord? Einen spielt gerade Trompete. Das ist schön. Detektiven! Was ist los, kleiner Meisterdetektiv? Hilfsdetektiv. Ein guter Hilfsdetektiv kommt immer 5 Minuten zu früh und deswegen bin ich schon hier. Ich brauche deine Hilfe, weil sich ein Verdächtiger in der Stadt herumtreiben soll. Er geht wohl jeden Tag die Straße entlang. Halten wir nach ihm Ausschau. Er ist aber schnell weg. Er hat sie immer mit. Der Plan läuft wie am Schnürchen. Ihr wisst schon, was ist bald bereit. Wir treffen uns im Versteck. Passt auf, dass man euch nicht folgt. Es gibt da einen großen Plan, aber wo ist der Verdächtige hin? Ich freue mich schon auf Paper Mario, Legende vom Äontor. Das ist eine Pfütze. Hat es hier vor kurzem geregnet? Ja, aber da. Kommt und seht her. Ich liebe die Wege von Victor Fantastisch. Fantastisch. Okay, das ist Lust. Das ist ein cooles Wortspiel. Victor Fantastisch. Aber ich weiß wirklich nicht, welches davon echt ist. Bitte finde heraus, welches Gemälde echt ist. Nur eins dieser drei Gemälde ist ein Original des bekannten Malers. Ich gebe dir ein kleines Geschenk, wenn du herausfindest, welches es ist. Die Gemälde mit dem Schloss wurden nicht von mir gemalt. Lass dich nicht täuschen. Das Gemälde mit dem Schloss wurde nicht von mir gemalt. Ja, ich bin einfach nur ein Künstler, niemand Wichtiges. Oha, ich hatte 50-50 Chance. Du hast ein großartiges Auge für Schönheit. Diese echte Fantastisch soll dir gehören. Ich wusste, dass du das Rätsel lösen kannst. Ich habe geraten. Dieses Gemälde ist für mich sehr gut. Ich danke dir. Und dann ist dies für dich. Dankeschön. Nimm ich mit.
krabbeln. Oh, tut mir leid. Ich mache dir sofort den Weg frei. Da ist er wieder. Diesmal entwischt er uns nicht. Ja klar, beim Mietshaus dort habe ich jemanden gesehen. Warte mal. Mein Kumpel wohnt im Mietshaus dort die Straße runter. Vielleicht lädt er mich mal ein. Die Meisterdetektive sind erstmal eingebrochen. Man munkelt, dass hier irgendwo ein Banditenversteck befinden soll. Ich habe niemanden gesehen. Vielleicht ging er in eins der Häuser. Hoffentlich nicht in das von meinem Bruder und mir. Wir wohnen in der Wohnung ganz rechts. Sternblatt, ganz rechts wohnt der kleine Junge. Mietshaus? Mein Kumpel wohnt im Mietshaus, die Straße runter. Mein Mitbewohner und ich sind vor kurzem in die Wohnung mit dem Blütenrelief eingezogen. Das hier. Das ist ein Stern. Wir können jetzt, ihr wisst schon, was fertigstellen. Treffen wir uns im Versteck. Blatt, auf jeden Fall. Ich meine, es ist jetzt nicht extrem anstrengend, aber... Bald wird diese Stadt unser Geheimnis an einem geheimen Ort. Und fertig. Sehr gut. Die Bombe ist bereit. Oh, du Vollidiot. Sie haben uns erwischt. Uns läuft die Zeit davon. Setzen wir den Plan in die Tat um. So, hier gab's Kohle. Platziere an Glocke, Detonation, Mitternacht. Hier stand ihr Plan, aber man erkennt nur einzelne Wörter. Ich habe das Gefühl, dass sie das hier meinen. Ja. Ich meine, klar, wir sind nicht die Zielgruppe. Ach, sie haben sie also auf die Otum im Visier. Ich wusste, du würdest sie durchschauen. Wir müssen die Polizei verständigen. Wir sollten schnell zum Otum gehen. Danke, dass du uns wieder bei einem Fall hilfst. Wir konnten bestätigen, dass drei Personen mit einer Bombe dieses Gebäude betreten haben. Wir gehen jetzt rein. Warum kann einfach so eine Person mit einer Bombe dieses Dings betreten? Kann mir das bitte mal einer verraten? Ah, okay. Hier gibt es nur Kohle.
Wir sollten den Aufzug nehmen, um ihm zu folgen. Aufzugsteuerung. Mit einem Zahlenschlüssel kann man mit dem Aufzug zum entsprechenden Stockwerk fahren. Das hier. Das ist keine 9, das ist die 6. Das ist ja in Wirklichkeit der Schlüssel für den 6. Stock. Hier ist was abgerissen und hier fehlt was. Du hast es geschafft, jetzt können wir ihnen folgen. Ja, dann folgt denen mal. Kann ich wieder runter? Warte mal, da gibt es doch bestimmt irgendwas. Ich will mal gucken, was mein... Ich gehöre zu dem Mechanismus, mit dem die Uhr betrieben wird. Ich habe dich gefunden. Ich meine, das ist nur eine Detektivin. Wenn ich ein Verbrecher wäre, ich würde gar nicht erst warten, bis der die Polizei rufen kann. Einer von ihnen hatte sich also dort versteckt. Zum Glück kam mir eine clevere Detektivin. Heraus, David, wo ist die Bombe? Hier ist die Bombe nicht. Aber verschwendet ruhig noch mehr Zeit. Was für eine Nervensäge. Geht ihr weiter? Ich kümmere mich hier um alles. Warte mal. Ne, hier müsste ich alles haben, ne? Es müssten noch zwei sein, die ich finden muss. Wahrscheinlich im nächsten Akt. In der nächsten Bühne. An mir kommt ihr nicht vorbei. Übergebt uns sofort die Bombe. Wie, du hast sie nicht dabei? Wo ist sie denn? Rede! Sucht so lange ihr wollt. Im obersten Stock ist sie jedenfalls nicht. Nutze dein detektivisches Können, um herauszufinden, wo die Bombe ist. Wir müssen also hier die Bombe finden, auf jeden Fall. Der will uns doch bestimmt hereinlegen. Die Bombe muss im obersten Stockwerk sein. Na super. Zuerst müssen wir ins oberste Stockwerk gelangen, aber wie kommen wir dorthin? Das Schnipsen finde ich geil. Das hat was. Drei Teile müssen wir finden. Dieser Mechanismus sieht sehr alt aus. Wir sollten hier lieber nichts anfangen. Ah, da steckt was drin. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. So, jetzt haben wir alle.
Super. Thanos sind mehrere Teile zerbrochen. So können wir es nicht verwenden. Das ist ja ein ganz schön großes Zahnrad. Da steckt doch jemand drin. Komm raus, du Lump! Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier einen von ihnen finden. Gut gemacht. Weiter so, werte Detektivin. Mich habt ihr vielleicht erlischt, aber die Bombe tickt noch. Tick, tick, tick. So, die Bombe müssen wir finden. So, nehme ich mal einen Schlüssel. Ich weiß, aber ich will auf jeden Fall noch das Zahnrad. Will nur mal gucken, was ich auf der anderen Seite finde. Oh, nix. Okay, hinterfragen wir das mal nicht. So, jetzt kommt dieser Aufzug runter. Wunderbar. Nichts Besonderes. Ich werde ein Herz verlieren. Ist auch nichts drin. Ich habe halt die Hoffnung, dass da irgendwie noch so ein Stern oder so drin liegt. Das ist halt das Problem. Ich weiß, dass sie da drin ist. Hab's ja gesehen, als wir hochgefahren sind. Die tickt immer noch, aber okay. Moment mal, es gibt nichts zu feiern. Uns geht die Zeit aus. Was machen wir nur? Direkt unter dem Fenster ist Fluss. Natürlich fällt der hin. Uns macht die Peach. Genau. Wenn mir damit die ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt hat, der Fluss wird's regeln. Mhm. Case closed. Thank you so much. Stellar-Schleife bekommen, ja, das, die kaufen wir uns eh nicht. Fortsetzung folgt. Ah, super. Ja, die einzelnen Dinge machen schon Spaß. Muss ich ja gestehen. So, Sekunde.
Wege. Mal schnell. Ach, Twitch. Schick mich doch in der App einfach direkt in meinen Stream und nicht in andere. So, dann haben wir das jetzt fertig. Das bedeutet, wir können die Detektivin im Keller freischalten und die Ninja-Dame. Ist das etwa die Prinzessin Peach? Seid ihr zwei nicht immer? Was? Geht bitte alle ins Erdgeschoss. Ich würde so gerne in dem Stück mitspielen. Machen wir erstmal hier die Meisterdieben fertig.